100 jaar trots en zijn vol. 100 jaar, 100 jaar jubileum. 100 jaar trots en zijn klaus. 100 jaar jubileum. Gratulation. 100 jaar trots en zijn vol. 100 jaar, 100 jaar jubileum. 100 jaar trots en zijn klaus. 100 jaar jubileum. Gratulation. Im September 1920 fand die Gründung damals als Musikgesellschaft Clarus im Hotel Rahnerhof in Clarus statt. Und der wesentliche Zweck dieser Gesellschaft war, dass sie Solisten ersten Ranges ins Clarnerland bringen. Die Gesellschaft hat sich auch immer dem Zeitgeist wieder neu angepasst. Am Anfang waren nebst Musik auch Vorträge ein wesentlicher Punkt. Das wurde durch die Konkurrenz von Radio und Fernsehen zunehmend nicht mehr so interessant. Und Theater fand dann immer einen wichtigen Stellenwert. Man bildete dann auch ein Theaterressort. Auch der Name änderte sich auf Konzert- und Theatergesellschaft. Und in den 80er Jahren, da wurde das dritte Programm mit Kleinkunst und Kabarett gegründet. Auch eine Spezialität, die heute auch den Festakt hier organisiert hat. Und neu, seit einigen Jahren, bieten wir auch für Kinder und Familien Kindertheater und auch Kinderkonzerte an. Wir sind etwas breiter geworden im kulturellen Feld, wo wir uns betätigen. Auch ein bisschen bunter, schräger und wilder. Wir machen auch Crossover. Und das geht aber nicht zulasten der Qualität. Das finde ich noch ganz wichtig. Es wird genau hingeschaut, wen laden wir ein und passt der oder die Künstlerin zu uns. Heute ist ein Fest, 101 Jahre Kulturgesellschaften, Die Kulturgesellschaft gibt es heute nun schon seit 101 Jahren. Ohne sie ist der Kanton nicht denkbar. Sie macht so viel für das kulturelle Leben, das ist extrem wertvoll. Man sieht es auch wieder heute, diese freundlichen Gesichter. Alle sind glücklich, dass wieder etwas läuft. Sie sorgen für ein gutes Lebensgefühl der Glarnerinnen und Glarner. 100 Jahre Kulturgesellschaft Klaus, 100 Jahre Jubiläum, Gratulation.